Sehr gut. Wir warten jetzt gerade noch ein paar Minuten zu. Es haben sich noch einige mehr angemeldet. Also eine Minute warten wir noch, dass sich alle einloggen können. Und dann werden wir gleich loslegen. Holt euch also irgendwas zum Trinken, was zum Notieren oder was auch immer. Hat gerade jemand angemeldet. Gut, dann hole ich mir noch Wasser. Nein, hab denke, ich kann loslegen. Schönen Abend nochmal zusammen. Fast vor einem Jahr, vor 10 Monaten am 12. Am 12.12. haben wir den Infocall für den ersten Lehrgang gehabt. Bei uns in der Halle drüben noch jetzt sozusagen im Aufenthaltsraum mit ein bisschen einem cooleren Hintergrund, als wir jetzt haben. Die Patchwall, die hat jetzt zwar schon mehr Patches, aber die haben wir noch nicht installiert hier. Wir haben jetzt da nämlich 4 Container aufstellen lassen, die uns als Lehrsaal dienen, wo man auch wirklich gemütlich im Sommer klimatisiert, im Winter beheizt, mit Beamer, mit Leinwand etc. vernünftige Kurse geben kann. So solltet ihr das auch erleben, wenn ihr mal bei uns beim Workshop seid oder vielleicht sogar beim Grundkurs Spürhundeführer, dem zweiten Lehrgang. Ihr habt unter Umständen euch schon die Ausschreibung angeschaut. Einige schon, andere nicht. Das heißt, wir werden euch am heutigen Abend noch einmal ein bisschen durch die Ausschreibung führen, auf ein paar Details eingehen. Ihr habt gesehen, es hat sich ein Fehler in der Ausschreibung eingeschlichen, den habe ich mittlerweile korrigiert, ist jetzt auch geupdatet schon auf der Homepage, aber da kommen wir dann im Laufe des Abends dazu. Ihr könnt uns natürlich Fragen stellen und ich denke, darum soll es heute auch gehen. Das heißt, ihr habt jetzt schon wieder im Chat die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das heißt, ganz einfach, indem ihr dem Satz ein Fragezeichen zufügt oder aber auf diese Sprechblase mit Fragezeichen klickt. Und stellst die Fragen einfach geradeaus hinaus. Wir werden uns bemühen, sie bestmöglich zu beantworten, wenn sie sehr dringend sind, sofort und ansonsten hinten nach, eigentlich auch so, wie wir das bei unseren Webinaren gestalten. Es sind einige Teilnehmerinnen dabei, die uns kennen, andere kennen wir auch noch nicht. Das heißt, wir wollen uns gut vorstellen. Wir treten auf als die Kynotec GmbH. Wir haben uns gefunden, gegründet, gemeinsam noch mit dem Stefan Pleiner Ende 2020 und fokussieren uns auf die Ausbildung von Arbeitshunden, von Diensthunden, wobei im deutschsprachigen Gebrauch der Diensthund ja überwiegend den Behörden zugeschrieben wird und wir sehen es eher als Dienst und der genauso privatwirtschaftlich gebraucht wird. So betreuen wir eben nicht nur Behörden, Polizeien, Zoll, Grenzschutz, Militär, sondern auch private Sicherheitsfirmen, Biotopmanagements und so weiter und so fort, Rettungshunde, führende Organisationen etc. Das heißt, das ist eigentlich unsere Kernaufgabe und dabei geht es um Instruktorenschulungen, Hundeführerschulungen, Hundeausbildung. Wir kaufen ja auch Hunde an, bilden sie aus und geben sie weiter. Und das Ganze eben im engeren Rahmen eigentlich in der Spürhundearbeit ist so unser Steckenpferd, könnte man sagen. Mein Name ist Florian Schneider und Ich bin der Christoph Wieshofer. Gemeinsam haben wir jetzt schon begonnen, den ersten Lehrgang zu leiten, der Mitte August begonnen hat. Mit neuen Teilnehmerinnen aus Deutschland, Österreich und Tschechien.
Und funktioniert wunderbar. Das heißt, das war ja auch für uns sozusagen das erste Mal, dass wir diesen Lehrgang starten, und das war eigentlich so gut, dass wir gesagt haben, wir werden jetzt was Neues ausschreiben. Zum einen, weil wir schon mehr Interessenten auch gehabt haben für den ersten Lehrgang. Zum anderen, weil einfach die ersten Monate jetzt einfach gut gelaufen sind und wir uns darüber aussehen, das Konzept weiterzufahren. Wir haben ja die Pläne, die in diesem Grundkurs Spürhundeführer euch zur Verfügung stehen. Die Inhalte, die sind ja schon bewährt, das heißt, die verwenden wir schon mehrere Jahre, aber sozusagen in diesem Paket, in dieser Kombi, war es ein neues Wagnis, das sich absolut beweist. Kurzer Überblick des heutigen Abends. Wir sagen uns euch ein paar Worte noch einmal über Inhalt und Ausmaß der Ausbildung, über das, wie die Ausbildung abschließt, die Dauer und Termine, was man nach dem Grundkurs Spürhundeführer machen kann, auch da sind immer wieder Fragen aufgetaucht, und natürlich die Kosten- und Zahlungsmodalitäten. Und danach, wenn nicht schon dazwischen abgearbeitet, werden wir eure Fragen beantworten. Das heißt, generell geht es im Grundkurs Spürhundeführer darum natürlich, Teams auszubilden, die Spürhundearbeit verrichten können. Zur Spürhundearbeit gehört aber eben nicht nur das Suchen und Anzeigen, was der Basisausbildung dem Spürhund zuzuschreiben ist, sondern genauso dem funktionellen Gehorsam. Ihr werdet in der Ausbildung Zugang zu unterschiedlichen Trainingsplänen bekommen. Ihr werdet in der Ausbildung in einer Facebook-Gruppe miteinander verbunden sein. Das heißt, in der Facebook-Gruppe ist es einmal zum einen ganz praktisch, allgemeine Infos zu teilen, aber zum Beispiel auch Fragen zu beantworten, die einzelne Teilnehmer gestellt haben, die wir dann sozusagen für alle beantworten. Es ist ja doch einmal immer wieder so, dass nicht nur einer ein Problem hat, sondern es ist einer oder eine, die sich unter Anführungsstrichen trauen, die Frage zu stellen, und wo dann doch mehrere Leute ganz glücklich sind, wenn man das beantworten kann. Außerdem dient uns die Gruppe dazu, dass wir neueste Erkenntnisse miteinander teilen, Trainingsvideos einstellen, Trainingsvideos, die sozusagen voller Stolz sind, weil die Teams jetzt gerade ein lässiges Ziel erreicht haben, und andere Videos, die Probleme zeigen, wo man gemeinsam dran arbeiten kann, wie man das Ganze optimieren kann. Zugang zu der ganzen Sache hat man bis zum Ende der Ausbildung, wobei gerade die Gruppe zum Beispiel, die Facebook-Gruppe, weiter miteinander verbunden bleiben zu können, sicherlich erhalten bleiben kann. Aber in diesem Paket von circa 7 Monaten habt ihr sozusagen vollen Zugang auf alle Pläne, auf alle Trainingsvideos etc. und könnt damit arbeiten. Das Ganze ist so aufgebaut, dass wir 4 praktische Module haben, die finden alle bei uns statt, und wir haben aber in der Ausschreibung dazu geschrieben, dass es in Wien, Niederösterreich stattfindet. Unsere Halle, unser Ausbildungszentrum befindet sich in Wien im 22. Bezirk, aber wir werden unter Umständen einmal früher oder später auch auf andere Trainingsgelände ausweichen, die unter Anführungsstrichen wieder in der Nähe von Wien liegen. Warum? Weil es darum geht, an Spürhund auszubilden und nicht immer am selben Fleck zu arbeiten. Ja? Das heißt, so werden wir mal vielleicht Parkplätze, Parkhäuser, solche Sachen abfahren, im öffentlichen Bereich arbeiten, sozusagen, dass die Hunde einfach das Leben kennenlernen und entsprechend generalisieren können. Aber generell finden diese 4 Ausbildungsmodule bei uns statt. Die Inhalte habt ihr, und auf das möchte ich jetzt eben nicht eingehen, ich möchte euch nicht alles vorlesen, was in der Ausbildungs- oder in der Ausschreibung drinnen steht, findet ihr eben in der Ausschreibung. Wenn ihr die noch nicht gefunden habt, ihr solltet die automatisch zugeschickt bekommen am Ende des Webinars heute, oder ihr schaut es jetzt schon nebenher rein. Die Module dauern zwischen 2 bis 5 Tage, wobei ich glaube, das ist doch zwischen 2 bis 5 Tage ist korrekt, nämlich das letzte Modul ist im Anschluss an das Prüfungsmodul, und das Prüfungsmodul sozusagen wäre ein 5. Termin. Ja, die Prüfung dauert 2 Tage und das Abschlussmodul mit der Stoffeingabe dauert auch 2 Tage. Ansonsten sind die anderen 3 Module zu jeweils 3 bis 5 Tagen, glaube ich, eine knackige Sache. Damit allein ist es aber nicht getan. Wir haben nämlich auch 8 Online-Meetings, wo wir uns sozusagen regelmäßig am Abend treffen. Da werden wir uns immer wieder absprechen, einmal zwischen
18.30, 19 Uhr oder 19.30 stattfinden. Da ist mir letztens einmal ein kleines Missgeschick passiert, aber im Endeffekt haben es alle nachschauen können. Das Gute in unseren Online-Meetings ist, dass wir immer auch, so wie bei den Webinaren, eine Aufzeichnung machen, das als YouTube-Video abspeichern und die Teilnehmer wiederum über die gesamte Laufzeit der Ausbildung eigentlich schauen können. Und unter uns gesagt, wer so schlau ist und sich ein paar YouTube-Links nebenher abspeichert, wird auch nach Ablauf der Ausbildungszeit Zugriff auf diese Videos haben. Das wollen wir auch nicht verstecken vor euch. Nur wenn wir den Kurs sozusagen beenden, dann hättet ihr die Links nicht mehr. Aber ihr könnt natürlich darauf zugreifen. Abseits dieser Abendmeetings unter der Woche haben wir weitere Wochenendmeetings. Das heißt, das sind 3 Meetings pro Tag, das heißt immer Samstag, Sonntag, wo wir euch zusätzlich zum Plan Übungen geben, die euch sozusagen helfen, Trainingsschritte im Plan zu erarbeiten, beziehungsweise zusätzliche Extras im Plan, die einfach euer Training unterstützen. Es gibt kleine Aufgaben dazu und beschreiben natürlich unterschiedliche Themen, die auch im Plan vorkommen. Ja. Gibt es, glaube ich, nicht viel dazu hinzuzufügen. Nein, im Endeffekt ist es nur einmal ein live geführtes Meeting, wo man sich einfach am Vormittag, zum Mittag und am Abend online treffen und die Ausbildungsschritte, die ihr da dazwischen absolviert, durchbesprechen. Genau, und eben nicht nur durchbesprechen, sondern diese Aufgaben, die wir stellen, werden dann an diesen Tagen von den Teams auch zwischen den Meetings abgefilmt und wiederum in unsere Gruppe hochgeladen, und es gibt sozusagen Echtzeit-Feedback und man kann dann in der nächsten Trainingseinheit das Feedback gleich verwerten, im Training integrieren etc. Das heißt, die Online-Meetings haben sich insofern gestaltet, dass in unserer ersten Kursausschreibung haben wir, glaube ich, 8 oder 9 Praxismodule gehabt. Und sich für 8 oder 9 Mal zwischen 3 bis 5 Tage von der Arbeit freizunehmen und nach Wien zu pilgern, war einfach viel zu viel. Dadurch, dass wir aber wissen, dass Hundeausbildung ein Handwerk ist, wo man zusammenkommen muss, wo man arbeiten muss, wollten wir zum einen einen attraktiven Kurs haben mit diesen 4 Treffen oder mit diesen 4 Ausbildungsmodulen. Aber damit nicht alles verloren geht, sozusagen, haben wir diese Online-Meetings hinzugefügt. Und auch dabei, außer bei den Abendmeetings, wird intensiv gearbeitet. Was ein schöner Side-Fact ist, ist, dass das Messerli-Forschungsinstitut der WETMED Uni Wien die Ausbildung als Fortbildungsstunden anrechnet, und zwar 320 Stück. Das ist nicht ohne. Das heißt, für alle, die in Österreich sind und tierschutzqualifizierte Hundetrainer sind, und der kommt ja dem deutschen Elfer gleich, können da ihre Fortbildungsstunden sammeln. Theoretisch auch jene, die sozusagen zum Beispiel neben einer Therapiebegleitung hätten, könnten sich das auch als Fortbildung anerkennen lassen. Das sei dazu gesagt. Dort haben wir schon gesprochen, wisst ihr schon, also in Niederösterreich, es gibt naheliegend einen Campingplatz, es gibt ein paar, es gibt Unterkünfte unterschiedlicher Preisklassen, und es gäbe auch die Möglichkeit, bei uns am Gelände sich gegen eine kleine Gebühr hinzustellen. Wasserstrom ist vorhanden. Was sind die Grundvoraussetzungen? Wir haben gemerkt, dass wir gerade bei den Grundvoraussetzungen für den nächsten Lehrgang 1-2 Sachen hinzufügen wollen. Das, was ihr da seht, war auch schon beim ersten Lehrgang ein Muss. Das heißt, es ist gut, wenn man schon ein grundlegendes Verständnis der Hundeausbildung hat. Ja? Wenn man weiß, wo vorne und hinten beim Hund ist, wenn man weiß, was ein Sekundärverstärker ist, wie das funktioniert etc., können wir natürlich schon ein bisschen weiter in der Ausbildung einsteigen. Wir werden es trotzdem inhaltlich noch einmal in der Ausbildung durchgehen. Das heißt, das erste Modul ist ein 5-tägiges Modul, wo wir sehr wohl auch die Grundlagen der Lerntheorie besprechen und sozusagen auch die Art und Weise, wie wir es nutzen, euch präsentieren und zeigen. Aber es ist klug, wenn man einfach schon ein paar generelle Trainingserfahrungen gesammelt hat. Man braucht Durchhaltevermögen. Es ist viel, ja? Also ihr alle, die sich darauf einlassen, und alle, die vielleicht ein bisschen
masochistisch sind, werden uns Spaß dran haben, weil es kommt einiges auf euch zu, an Ausbildung, an Trainings, an gemeinsamen Treffen etc. Aber es ist gut, ihr braucht Durchhaltevermögen, ihr braucht Engagement, ihr müsst neuem gegenüber neugierig sein und müsst euch natürlich auch diszipliniert am Plan orientieren und euch aufraffen, was zu tun, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist. Warum? Naja, wer dafür Geld bezahlt, 7 bis 8 Monate bei uns im Kurs zu sein, darf sich einfach nicht unterkriegen lassen von kleinen Missgeschicken im Training, von kleinen Niederlagen im Training etc., sondern wie sagt man beim Reiten, wenn man runterfällt, gleich wieder aufsteigen oder was immer, keine Ahnung. Ich meine, ich bin schon vom Pferd gefallen, ich bin auch gleich wieder drauf, aber ich habe es nicht mehr weitergemacht. Da hat es also nicht funktioniert, aber für euch wäre es geschickt, wenn ihr wieder aufsteigt. Die Verlässlichkeit ist eine relative Sache. Ihr macht es ja doch im Eigeninteresse, wir sind alle erwachsen. Und ob ihr sozusagen dann im Endeffekt den Plan wirklich so nutzt, so neugierig, diszipliniert und verlässlich, wie wir uns das vorstellen, ist es euch überlassen. Wir hätten natürlich gern am Ende dieser Ausbildung eine Abschlussprüfung, wo alle Teams, die wir gefördert und ausgebildet haben, durchkommen. Im Endeffekt liegt es dann aber natürlich nicht nur an uns, sondern auch an euch und euren Hunden. Und das ist eigentlich das Stichwort für die Grundvoraussetzungen Hund. Wir wollen Hunde in der Ausbildung haben, die einwandfrei gesund sind, beziehungsweise die jetzt nachweislich keinen Schaden von der Ausbildung forttragen oder die deswegen sozusagen nicht noch größere Einschränkungen bekommen, als sie schon haben. Das ist wichtig. Die Spürhundearbeit ist nicht ohne, das ist sehr wohl körperlich belastend. Es ist jetzt auf andere Art und Weise belastend, wie zum Beispiel Rettungshundearbeit oder auf andere Art und Weise belastend als Schutzdienst. Aber es ist sehr wohl eine sehr anstrengende körperliche Arbeit. Und natürlich brauchen wir dafür gesunde Hunde. Wir wollen hohe Trieblagen haben im Bereich der Beute. Wir wollen hohe Futtermotivation haben und werden mit beidem arbeiten. Wir haben aber auch jetzt zum Beispiel Hunde im Kurs, wo wir es empfehlen, nur mit Futter zu arbeiten, weil die Beutemotivation einfach nicht so ausreicht noch oder zumindest noch nicht so gefördert wurde und so strukturiert oder so steuerbar ist, dass wir es in der Arbeit umsetzen. Da sind aber wir auch sehr i-tüpflerisch. Ja? Da sind wir vielleicht auch sehr, sehr verwöhnt und sehr perfektionistisch, aber wir haben natürlich auch Möglichkeiten, um mit einem Futterhund da reinzuarbeiten. Die Hunde sollten einen neutralen Umgang mit Menschen und anderen Tieren und natürlich auch mit anderen Hunden haben. Es ist kein Problem, wenn sich ein Hund bei uns oder wenn sich zwei Hunde bei uns am Weg von A nach B, vom Auto in die Halle oder wohin auch immer, mal anbäffeln und anstänkern. Ja? Aber sie sollten trotzdem in der Lage sein, mit einem entsprechenden Abstand zueinander auf sich zu arbeiten. Das klingt jetzt vielleicht für manche von euch auch unmöglicher als es ist, wenn die Hunde mal verstanden haben, worum es geht, wenn sie ihren Fokus haben, wenn wir die Lernstruktur mit den Hunden aufgebaut haben, lassen sie sich eigentlich nicht mehr so schnell von irgendetwas ablenken. Und zu guter Letzt, je nachdem, was man für eine Zielsetzung hat, gehört natürlich das Arbeiten neben fremden Menschen, neben anderen Hunden unter Umständen früher oder später zum Tagesgeschäft. Wir haben uns das Mindestalter mit 6 Monaten definiert. Da kann man aber mal ein bisschen davor und ein bisschen zurück. Das kommt ein bisschen auf die Rasse drauf an. Im Endeffekt geht es uns dabei eigentlich darum, dass die Hunde zumindest schon aus dem Zaunen raus sind, damit wir vernünftig spielen können auch. Ja. Wir haben eigentlich einen sehr jungen Kurs. Ich glaube, der älteste Hund jetzt ist 4. Ihr könnt aber natürlich auch mit einem noch älteren Hund teilnehmen. Ja. Das ist völlig wurscht. Meine Hündin damals, die Nanda, hat mit 8 oder 9 Jahren die Spürhundearbeit begonnen als x-te Disziplin, die ich dem Hund schon aufgespielt habe. Es ist kein Malheur. Die Ausbildung ist ja auch nicht überwiegend für den Hund, sondern die Ausbildung ist für euch. Ja, und ihr sollt dabei Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, die ihr dann fortan optimiert und perfektioniert und auf jeden weiteren Hund, den ihr habt, anwenden könnt. Die Hunde müssen versichert sein. Wo ist es drin? Haushaltsversicherung oder zusatzversichert, ich weiß es nicht. Und die Hunde sollen es gewohnt sein und kennen, im Auto zu warten.
es ist immer schade, wenn man eigentlich einen tollen Hund hätte und einen motivierten Hundeführer, aber der Hund ist einfach noch nicht kennengelernt hat, im Auto zu warten, dann ist er 3 oder 5 Tage hier und der Hund ist eigentlich einfach völlig überfordert, weil er sich nicht mehr auskennt, weil er nur noch wartet. Für uns ist das keine große Sache, weil es einfach unsere Hunde von Anfang an kennenlernen und das auch überhaupt kein Problem ist. Wir haben die Möglichkeiten, die Hunde im Schatten zu parken, mehr oder minder. aber jetzt kommt es. Es war schon einmal besser, aber wir haben genug Möglichkeiten. Also es ist auch heuer sind alle Hunde gesund durch den Sommer gekommen. Ja. Da fallen schon Kniffe ein und wir haben ja bei unserem Industrieareal genug Schattenparkplätze in Wahrheit. Ja. Nur muss man dann manchmal einmal 10 Meter weitergehen. Aber an dem soll es nicht scheitern. Und jetzt kommt eigentlich das, was neu hinzugekommen ist zur Ausschreibung. Das ist nämlich auch noch nicht in der Online-Ausschreibung drin. Nämlich das Material. Und das ist das Schwierige, wenn man oft weiß, was auf einen zukommt und andere wissen es aber noch nicht. Wobei, wer sich unsere Videos anschaut, weiß, dass man früher oder später in der Spürhunde aber der Ziegelwand braucht. Ja. Jetzt haben wir einen Hundeführer mal gehabt, der sich nicht vorbereitet hat und der bis zum Kapitel Ziegelwand keine Ziegelwand gehabt. Jetzt ist einmal die erste Zeit vergeudet worden, weil er versucht hat, Ziegel zu kaufen. Dann ist er draufgekommen, dass er die Ziegel nirgendwo aufstellen kann. Und dann erst haben wir davon erfahren. Und dann ist er am Monat umgewesen und wir haben eigentlich nicht gewusst, was los ist und haben ständig nachgefragt, was ist denn, was machst du denn und was ist los? Krankheit, Arbeit, wir haben für alles Verständnis, aber wofür wir eigentlich kein Verständnis haben, ist, wenn sich niemand rührt, wenn er Probleme hat mit dem Plan. Ja, weil wenn man mal keine Ziegelwand aufstellen kann, dann können wir Alternativen aufstellen. Ne? Und wer kein Ziegelwand kaufen kann, dann haben wir Alternativen und wir haben Ideen. Und wir können dieses und jenes nehmen. Nur muss man sich natürlich rühren. Aber für die Ausbildung braucht ihr identisches Spielzeug, mal mindestens 4 Stück, wahrscheinlich mehr. Mit und ohne Schnur für das Spiel. Ja? Und wir machen, könnte man sagen, Rubber Scent Detection. Das heißt, ob ihr jetzt einen Kong habt oder wollt das Straußeneier oder die Jacketbälle oder was es auch gibt, es sollte einfach die Funktion vom Kong haben, um damit arbeiten zu können. Dann kann man damit arbeiten. Ihr braucht früher oder später eine Ziegelwand oder etwas Vergleichbares. Und ihr müsst es aufstellen können. Ihr braucht Line-Ups, die kann man machen aus Kartons, aus Schuhen, aus Fußballhüteln etc. Ihr braucht ein Fahrzeug, mit dem ihr zu uns ins Training kommt, aber auch ein Fahrzeug, das ihr später mal absuchen werdet, draußen und drinnen. Auch da macht es vielleicht Sinn, mit Freunden, Verwandten zu sprechen, ob man da mal ein Auto absuchen kann. Und im Gegenzug putzt man es einmal durch, hat jeder was davon. Mehrere Trainingsorte. Wir haben immer wieder dann Leute, die immer am selben Fleck trainieren und wir sagen, hey, geht's mal raus, trainiert's ein bisschen woanders. Ja, wo denn? Ja, vor der Tür, überall. Das heißt, ihr habt den Hund im Auto, dann wird an der Tankstelle trainiert, am Supermarktparkplatz trainiert, im Shoppingcenter trainiert, am Bahnhof trainiert, im Parkhaus trainiert, auf der Autobahnraststätte trainiert, wo auch immer. Trainieren kann man überall, vor allem, wenn man einen Spürhund haben möchte, weil mit dem können wir überall arbeiten, mit dem müssen wir vielleicht auch einmal überall arbeiten können, ja, je nachdem, wo die Reise hingeht. Dabei habe ich euch jetzt nur 3 Screenshots von Videos von uns rausgegeben, nämlich für all jene, denen jetzt manche Begriffe noch nicht viel sagen. Wir haben Line-Up-Möglichkeiten, also erstens mal hinten ist eine Ziegelwand und auch dort hinten ist eine Ziegelwand. Das sind unterschiedliche Ziegel, völlig egal, was ihr für Ziegel habt. Man kann mit allen arbeiten und beim einen muss man ein bisschen auf jenes achten und bei dem anderen Ziegeltyp müssen wir ein bisschen auf was anderes achten. Wir brauchen unterschiedliche Line-Ups, wir haben klassische, einfache Line-Ups, wie zum Beispiel unser Kynotec-Line-Up, müsst es aber nicht kaufen, könnt ihr aber. Und wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel mit Autofelgen als Line-Up zu arbeiten oder diese Fußballhüteln als Line-Up zu verwenden etc. Das heißt, die Trainingsmittel hat man eigentlich oft eh schon in der Garage herumliegen oder es ist Kinderspielzeug, das nur im Keller irgendwo liegt oder. Ja, das heißt, man kann da sehr kreativ sein, man muss da nicht um teures Geld unterschiedliche Sachen kaufen. Und zu guter Letzt, das Training im echten Leben. Das war vor dem Fressnapf bei uns bei so einem kleinen Shopping-Center. Überall da, wo man mit dem Hund hingehen darf, kann ich mit dem Hund auch solche Übungen machen. Und dabei darf man nicht zurückschrecken und da versuchen wir euch auch wirklich zu pushen und zu motivieren, mit euren Hunden einfach rauszugehen
und zu arbeiten. Fällt dir da noch was ein? Ja, eins, und zwar ist zum Beispiel Pfotenschutz nur ein Punkt, genau, der mir jetzt eingefallen ist bei der Fahrzeugsuche, weil wir natürlich vermeiden wollen, dass der Hund mit dem Vorderpfoten oder vor allem halt mit den Krallen irgendwelche Beschädigungen am Lack oder am Kühlergrill oder sonst wo verursacht. Plus eine entsprechende Arbeitshalsung, und da ist jetzt wieder so, was uns kurz passiert ist, da wir gerne mit den dicken Halsungen arbeiten, die großen Kobra-Schnallen haben, macht es tatsächlich Sinn, mit einer Halsung zu arbeiten, die den nicht hat, damit der Hund nicht mit der Metallschnalle den Auflag operiert. Genau, guter Input. Ansonsten, naja, das, was man halt eh hat, an Trainingsbeutel und vernünftige Leine, wie der Chris schon gesagt hat, Halsung, Schuhe, das soll es eigentlich sein. Weiter geht's. Wie schließt diese Ausbildung ab? Wir haben in den letzten 1,5 Jahren an unterschiedlichen Zertifizierungen geschmiedet, intern eigentlich, weil wir unsere internen Spürhundeführer, die unsere Partner sind in Sachen Schädlingsbekämpfung oder Bettwanzenspürhunde, damit wir die ausbilden und natürlich auch überprüfen können. Und aus diesen Ausprobieren und 6 oder 8 Testläufen mittlerweile haben sich jetzt eigentlich 3 mögliche Tests etabliert. Das sind unsere Spürhunde-Eignungstests, das sind die SETs. Das ist der Einsatzbereitschaftstest, mit dem eure Ausbildung abschließen wird. Und es ist später der Einsatzsimulationstest sozusagen, der dann am Echtstoff ist. Für euch interessant, der Einsatzbereitschaftstest findet eben statt mit dem Trainingsstoff, mit dem ihr das ganze Jahr oder die gesamte Ausbildung hinüber trainiert. Und beinhaltet ist ein Prüfungsfach Gehorsam. Da geht es darum, den Hund auf eine gesittete Art und Weise vom Fahrzeug abzuholen, angehängterweise ihn zwischen 200 bis 300 Meter durch die Gegend zu transportieren. Das heißt, eine vor der Prüfung gemeinsam besprochene Strecke. Auf der Strecke hat man dann 1, 2 Ablenkungen, man wird angesprochen, man geht beim anderen Hund vorbei. Es liegt vielleicht ein bisschen eine Verleitung am Boden, wo man mit dem Hund vorbeigeht. Und da geht es nicht um eine sportliche Fußarbeit, sondern es geht darum, dass man offensichtlich den Hund steuern kann und ohne Leinenzug von A nach B transportiert. Dann wird der Hund beim Ziel abgelegt oder abgesetzt. Das heißt, das ist wurscht, der Hund geht in eine Warteposition und wartet jetzt 2 Minuten, wovon sich der Hundeführer für 30 Sekunden außer Sicht begibt. Und wenn der Hund das bestanden hat, ist das Fachgehorsam vorüber. Und dann gibt es 4 mögliche Suchtypen, wovon aber nur 3 geprüft werden. Das heißt, die Teams werden sich vorbereiten auf 4 Suchtypen, und zwar eben auf alle, und wissen nicht, an welchem Prüfungstag welche 3 Suchtypen vorkommen. Was immer fix ist, ist die Bodensuche. Und was auch immer fix ist, ist das Line-Up. Ja, im Line-Up gibt es einfache bis schwere Verleiter, wo wir sehen wollen, dass der Hund seinen Trainingsstoff kennt und auch von schweren Verleitern unterscheiden kann. Und es werden dann einfache, neutrale Verleiter auch in allen anderen Suchfeldern vorkommen können, aber keine schweren mehr. Was dann optional ist, ist sozusagen, dass es entweder 2 Innenräume von Zimmern gibt, die der Hund absucht, oder 2 Fahrzeuge, wobei jeweils die Karosserie und das Innenleben des Fahrzeugs abzusuchen sind. Ja, aber das ist dann entweder oder. Die genauen Richtlinien und Parameter der Prüfung, von wegen, wie viel Zeit hat man etc., wie viel muss man finden und so weiter und so fort, das stellen wir euch dann bei uns im Kurs vor. Und können es euch aber sagen, es ist alles machbar, es ist anspruchsvoll, es ist knackig, aber es ist machbar. Und wenn man es nicht bestehen sollte, kann man es nachmachen, sofern man sozusagen eine Mindestanzahl an Suchfächern schon einmal bestanden hat. Ja. Das heißt, das ist sozusagen wie eine Wiederholungsprüfung in der Schulzeit, wo man dann die Fächer, die noch nicht funktioniert haben, noch einmal aufarbeitet und danach fertig absolviert.
glaube, das ist eine faire Sache. Was in der Prüfung auch vorkommt, sind, also die Prüfung ist eigentlich fast alles im Single Blind, wobei die Zimmer suchen und dementsprechend auch entweder oder das Fahrzeug im Double Blind abgearbeitet werden. Das heißt, dort ist der Hundeführer mit Hund wirklich auf sich alleine gestellt und sucht etwas ab, ohne dass jemand vor Ort ist, der weiß, wo oder wie was ist. Und das können wir deshalb machen, weil wir vorher schon zwei Suchfächer gehabt haben, wo die Prüfer live dabei waren und zugeschaut haben, wie der Hund sucht und anzeigt. Ja, und dann gibt es eben einfach, wo wir den klugen Hans-Effekt völlig streichen wollen. Der Hans sitzt nämlich bei mir im Auto. Dann Gag jetzt. Die Termine findet ihr auch in der Ausschreibung. Stattfinden tut der Spaß von Mai bis November nächsten Jahres. Und es ist deswegen ein Monat kürzer als der aktuelle Kurs, weil der aktuelle Kurs über Weihnachten und Neujahr geht. Und sozusagen da hat man mal 3 Wochen, die man sowieso sich für andere Zeiten soll. Deswegen haben wir das so gelegt. Und es ist eine faire Sache. Wie gesagt, es ist machbar in dieser Zeit. Und darauf werden wir euch bestmöglich vorbereiten. Was können Sie nach dem Grundkurs Spürhundeführer machen? Naja, es kommt ganz darauf an, aus welchen Bereichen ihr schon kommt. Ja? Das heißt, wir haben jetzt schon für den Lehrgang 2 Anmeldungen aus unterschiedlichen Motivationen. Nämlich wir haben zum einen, wir haben eigentlich, glaube ich, 3 Artenspürhunde-Anmeldungen oder zumindest 2 Artenspürhunde-Anmeldungen und 1 reine Trainer-Anmeldung. Was soll das heißen? Das heißt, da sind Teams dabei, die sind zum Teil schon operativ für Behörden oder Biotopmanagements, die ihre Hunde schon im Einsatz führen und die wollen jetzt aber bei uns eine neue Herangehensweise finden, um ihre jungen Teams auszubilden. Und das andere ist, sind Trainer, die sich fortbilden, um selber neue Ideen zu finden, ja, und auch einmal etwas einfach für sich zu tun. Und wie wir schon gesagt haben vorher, wir haben aktuell zum Beispiel im aktuellen Kurs auch Diensthundeführer dabei, die mit ihren privaten Hunden teilnehmen, um sich einfach zusätzliche Fähigkeiten, Kenntnisse und Ideen mitzunehmen, wie sie generell einfach Hunde ausbilden und Hunde führen können. Das heißt, was ihr daraus macht, obliegt wirklich euch. Was wir euch sagen können, was ihr könnt, nachdem ihr auch mit bestandenem Einsatzbereitschaftstest die Ausbildung abschließt, ist, dass die Hunde nach Trainingsstoff und optional auch schon nach Zielstoff suchen können. Ihr wisst ja, das letzte Modul der Ausbildung ist das Modul Zielstoff. Die Hunde haben gelernt, Außenbereiche abzusuchen, das heißt grobe Stöber suchen, Boden suchen, vergrabene Ziele, Weg suchen, Innenbereiche von Zimmern bis Seminarräume, Fahrzeug suchen, Karosserie, aber auch innen suchen, Trainingslineups und andere Trainingsapparate, aber auch realistische Lineups, Gepäcksuche, Paketsuche, solche Sachen. Die Hunde lernen mit euch, klare Suchen durchzuführen. Klare Suchen sind jene, wo der Hundeführer weiß, wo der Zielstoff ist, aber eben auch Single Blinds und Double Blinds. Das heißt, der Hundeführer weiß nicht, wo was ist und es ist niemand vor Ort, der weiß, ob oder wo was versteckt ist. Die Hunde lernen ein unterschiedliches Spektrum von Stoffmengen zu suchen und auch im Plan definiert unterschiedliche Liegezeiten Stoffe zu suchen. All das sind große Parameter in der Spürhundeausbildung, die wir alle bei uns im Plan berücksichtigen. Und natürlich, was uns sehr wichtig ist, ist der funktionelle Gehorsam, der einen professionellen Auftritt garantiert. Ihr habt die Möglichkeit, bei uns in Raten zu zahlen und da ist mir eben ein Fehler passiert. Es ist einmal im Kurs gestanden, es gibt eine Ratenzahlung mit 5 Raten, es ist einmal gestanden, es gibt 6 Raten, aber wer so schlau war und das dann zusammen multipliziert hat, ist draufgekommen, es müssen die 5 Raten sein und so ist es auch. Oder eben mit Einmalzahlung. Natürlich ist die Ratenzahlung dezent höher, so ist das Leben, aber es besteht die Möglichkeit, in Raten zu zahlen und es gibt auch den Frühbucherrabatt. Das heißt, die Preise, die wir jetzt hier noch einmal anpreisen,
entsprechend den Frühbucherrabatt und der ist auch noch bis Dezember diesen Jahres möglich, dass man sozusagen den nimmt. Ich schaue gerade, ob ich auf die Schnelle die Ausschreibung nochmal aufmache, um euch das nochmal genau zu sagen. 5.12. Bis 5.12. ist der Frühbucherrabatt von 10%. Das heißt, ab dem 5.12. sind wir dann bei 3.890 brutto. Das heißt, da ist die Steuer schon drin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war grob zusammengefasst all das, was euch erwartet, was auf euch zukommt. Was noch auf euch zukommt, ist bei unseren Präsenzmodulen. Wir haben jetzt am Wochenende wieder ein dreitägiges. Es gibt immer mindestens einen Abend, wo ein geselliges Beisammensein praktiziert wird, ob man bei uns vorne grillen und ein bisschen länger in die Nacht zusammensitzen und abartige YouTube-Music-Playlists erstellen und den Nagelstock behauen und dann Spaß haben. Ist es einfach, glaube ich, eine richtig coole Ausbildung, wo man wirklich was lernt. Es ist kein Larifari. Man muss halt auch wirklich was investieren. Man kriegt nichts geschenkt, also schon. Es gibt ein kleines Happy Welcome, aber das war es dann auch schon wieder. Und wir können euch nur anbieten, sozusagen, dass ihr die Zeit bei uns dann auch so nutzt, dass ihr uns ausdrückt und ausquetscht. Gut, Nick, erste Frage. Nein, das heißt, die Ausbildung hat überhaupt nichts mit Bettwanzen zu tun. Ganz und gar nicht. Wir haben Hunde aus unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben vom Autenspürhund zum Hundeführer, der eigentlich im Bereich Suchtmittel tätig ist, mit dem privaten Hund natürlich nicht, bis hin zum Hundeführer, der in privaten Sicherheitsfirmen Sprengstoff sucht, alles dabei. Es ist im Endeffekt der Zielstoff, vom Teilnehmer zur Verfügung zu stellen, da wir gewisse Sachen einfach nicht vorrätig haben oder auch aufgrund der Gesetzeslage gar nicht zur Verfügung stellen können. Und auf der anderen Seite ist es vom jeweiligen Zielstoff natürlich auch abhängig, wie die Beschaffungskosten oder in welcher Höhe sich die Beschaffungskosten belaufen. Und darum liegt die zur Verfügungstellung des Zielstoffes bei dem Teilnehmer, aber wir begleiten quasi bei der Zielstoffeingabe. Auf der einen Seite könnten wir den Spürhundeeignungstest vornehmen, dass wir sagen, wir helfen dir dabei, den Hund herauszusuchen, wo wir denken, das wäre der Beste. Du kannst aber natürlich auch mit allen drei gleichzeitig die Pläne abarbeiten, aber mit einem quasi, den du uns nennst, den Kurs besuchen. Wir haben das jetzt schon mit einer Hundeführerin, die quasi zwei Hunde hat. Mit dem einen macht sie definitiv den Kurs und wenn zwischendurch einmal Zeit ist, schnappt sie den anderen oder halt auch zu Hause und trainiert auch mit dem anderen oder arbeitet die Trainingspläne ab. Und wir haben noch eine Teilnehmerin, die hat auch mehrere Hunde und nimmt mit einem Hund fix teil und wird jetzt aber zusätzlich begleitend mit dem anderen, mit dem zweiten Hund den normalen Online-Trainingsplan durchmachen, mit dem Wissen, den Kenntnissen, die sie bei uns im Kurs erlangt, sozusagen die Variante reines Online-Training zu machen und dadurch natürlich eine kluge Option für sich gefunden hat, wo sie möglichst viel mitnehmen kann. Die führt aber auch beide Hunde dann im jeweiligen Auftrag oder im jeweiligen Arbeitsbereich. Was noch? Stellt uns Fragen.
Vielleicht noch kurz zur Prüfung an sich. Was war unser Gedankengang beim Gehorsam? Wir wollen einfach einen funktionellen Gehorsam und nicht irgendeinen fancy oder fancy Unterordnung zeigen, die auf der grünen Wiese wie im Hundesport abgeliefert werden kann, sondern wir möchten einfach eine zuverlässige Leinenführigkeit, eine zuverlässige Warteposition, die man immer und überall vom Hund abrufen kann. Und ein anderes Thema, das mir von Anfang an sehr am Herzen gelegen ist, war, dass wir uns bei der Prüfung als ganz oberste Prämisse hingeschrieben haben, die Hunde müssen bei der Prüfung alles finden. Da ich aus dem Diensthundesektor komme, ist es für mich immer unverständlich, wenn ich Prüfungen sehe oder Prüfungsordnungen lese, wo der Hund von 4 Auslagen nur 3 finden muss. Das ist für mich immer so, wo man sich eben am Kopf greifen muss. Und da haben wir auch sehr viel darüber diskutiert, aber ein zuverlässiger Spürhund muss bei seiner Zertifizierung einfach 100% finden. So, da sind jetzt ein paar Fragen dazugekommen. Und zwar, ihr habt eben von einer reinen Trainerausbildung gesprochen. Nein, habe ich oder wir uns vielleicht falsch ausgedrückt. Es ist, also ich sage das bei jedem Workshop, der Workshop, die Ausbildung, der Kurs ist nie für einen Hund, sondern ist immer für euch. Oder seht diese Kurse nicht so, dass ihr mit den Hunden kommt, damit ihr die Hunde auslasten könnt und sie dann am Abend müde sind, sondern seht die Kurse als Möglichkeit, wirklich Wissen aufzunehmen, zu absorbieren und hinten noch besser zu sein und mehr zu können und mehr zu kennen. Aber es ist ein Spürhundeführer-Grundkurs, es ist keine Trainerausbildung. Der Spürhundetrainer, der kommt dann auch noch. Dauert noch. Kommt Zeit, kommt Rat. So, wo ist meine Maus? Wochenendmeetings gibt es 1, 2. Es gibt 2 ganze Wochenendmeetings. Ja. Und es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meetings unter der Woche, also Abendmeetings, und 1, 2, 3, 4 Präsenzmodule. Alle Termine sind schon bekannt. Es ist jeder einzelne Termin schon fixiert. Was für Zielstoff wäre das, Chili? Sprengstoff? Dann können wir entweder selber was zur Verfügung stellen oder wir würden beim Sprengstoff als auch bei den Suchtmitteln auf bewährte Trainingshilfen zurückgreifen, auf Pseudosense oder was auch immer, weil wir heute wissen, dass es möglich ist, dass es auch nicht gar nicht unklug ist, auch den Hund auf die entsprechenden am Markt erhältlichen Pseudosense zu trainieren. Wenn ein Hund nicht so wirklich auf Spielzeug anspricht, wird das erlernt? Ja, also das erste Modul startet eigentlich, also ich hole jetzt aus.
Die ersten Online-Trainingspläne im Bereich Spürhundearbeit, die wir zur Verfügung gestellt haben, haben begonnen mit Spürhundearbeit. Der neue Plan, den wir jetzt generiert haben und den wir anbieten, und den werdet ihr auch schon gar nicht mehr bekommen, ihr werdet schon wieder einen neueren Plan kriegen. Aber diese Pläne beginnen jetzt eigentlich mit dem Aufbauen und Abfragen von unterschiedlichen Spielen, ja, Objektspielen, Beutespielen, um das Spiel zu fördern, um schon ein paar Verhaltensweisen zu erlernen. Wenn ihr auf Facebook euch die Sachen anschaut, die ich jetzt zum Beispiel mit dem Hans mache, dann geht es genau in diese Richtung, wo der Hund schon lernt, über entsprechende Verhaltensweisen, Spielzeug zu aktivieren, etc. Das heißt, das wird natürlich trainiert und berücksichtigt. So, jetzt heißt es aber natürlich noch lange nicht, dass der Hund, der vorher ein frohes Lämmchen war, hinten nach spielt wie ein Krokodil, sondern wir haben ja auch solche Hunde jetzt im Kurs, mit denen spielen wir weiter. Wir wollen noch immer, dass sie Spaß am Spiel haben, und tatsächlich mit jedem Einzelnen, wo wir es gemacht haben, geht es auch immer besser, aber noch nicht so gut, dass wir damit arbeiten wollen. Wie gesagt, da sind wir einfach ziemliche i-Tüpfler. Das heißt, diese Hunde arbeiten einfach vorher übers Futter, weil das Verhalten, das wir aufbauen, kann genau das Gleiche sein. Nur hat natürlich im weiteren Verlauf auch der spielende Hund einige Vorteile gegenüber dem fressenden Hund. Trotzdem können wir übers Futter sehr, sehr weit arbeiten und kommen. Und in Wahrheit, der allererste Hund, der unseren Einsatzsimulationstest abgearbeitet hat, war Futterhund. Ja. Der Otto, ein Springer Spaniel, der mittlerweile aber spielt wie ein Großer. Also muss man schon genau, sagen. Das geht ja einfach noch in dem Zeitrahmen nicht aus, dass man vielleicht das Beuteverhalten bei jedem Hund so fördert, dass man... aber mit arbeiten kann. Die Laura ist rasch vom Stuhl gefallen. Okay. Also wenn ihr bei uns seid im Unterricht und Stuhl reitet, dann liegt es alle am Rücken. Das muss euch spätestens jetzt klar sein. Bis zu welchem Alter von uns seht ihr die Teilnehmer am Lernen als sinnig an? Tatsächlich haben wir uns keine Obergrenze gesetzt. Es macht natürlich Sinn, sich das vorher zu überlegen, wenn ihr mit dem entsprechenden Hund oder mit dem entsprechend alten Hund teilnehmen möchte. Und da kommt es meiner Meinung nach auf die Zielsetzung drauf an. Möchte ich das jetzt machen, um mich fortzubilden und vielleicht meinen Welpen, der schon irgendwo in Produktion ist, bestellt ist, vielleicht schon auf der Welt ist, um mit dem dann von vorne anzufangen und mit entsprechendem Wissen durchzustarten, oder möchte ich mit dem Hund Einsätze gehen? Wenn ich mit dem Hund Einsätze gehen will, dann macht es natürlich Sinn, dass der Hund entsprechend jünger ist, um dann von der Ressource Alter noch profitieren zu können. Ich tue mir ehrlich gesagt schwer, eine Jahreszahl zu nennen. Also ich würde mir sagen, 10 ist absolut ist zu hoch. Ich denke mal, ich würde mit einem 6-jährigen Hund noch überlegen, einzusteigen. Darüber wäre es für mich eigentlich nicht zielführend. Wie gesagt, außer ich möchte einfach das Wissen sammeln, um mit dem Welpen, mit dem nächsten Welpen, der da bei mir zu Hause einzieht, durchstarten zu können. Dann macht es durchaus Sinn. Und wie gesagt, ich habe damals mit meiner Hündin, die war glaube ich 7 oder 8, die Spürhundelaufbahn begonnen, und die hat dann noch 1-2 Jahre ihre Aufträge machen können. Wunderbar. Habe aber immer noch einen jungen Hund auch im Petto gehabt, sozusagen, der entlastet hat. Vieles geht mit einem jungen Hund einfach dann auch leichter natürlich. Ja? Aber wie gesagt, wenn ich die Ausbildung für mich mache, um, wie der Chris gesagt hat, für den nächsten Hund gerüstet zu sein, ist das wunderbar. Und vielleicht muss man sich das auch wieder im Einzelfall anschauen. Ja? Weil wenn ihr einen Hund da habt, der 9 ist, der aber ausschaut wie ein 5-Jähriger und voll im Saft steht, naja, warum nicht? Ja, also, her damit. Wir zeigen euch jetzt noch, falls ihr euch noch ein paar Sachen überlegen wollt, ein Video von einer Teilnehmerin.
die wirklich sehr, sehr gute Arbeit leistet, muss man sagen. Und wir haben ja unterschiedliche Kapitel. Wir zeigen euch gleich nochmal einen Überblick vom Plan. Ja? Wir werden den Bildschirm teilen und euch da einen Überblick vom Plan zeigen. Das ist aus dem Kapitel Suche, Aufbau 2. Das heißt, das ist Kapitel D im Plan, wo die Teams, nachdem sie im Kapitel A Motivation, Kapitel B Anzeigeaufbau, Kapitel C Suchaufbau Ziegelwand, jetzt im Kapitel D Lineup sind. Und schauen wir uns das einmal gemeinsam an. Das waren sozusagen die berühmten 3 von 3. Die Hündin ist eigentlich irrsinnig spritzig, aber ihr habt es vorher gesehen. Wir haben in diesem Zwischenziel vorgegeben, dass es unterschiedlich starke Verleiter gibt. Und es ist ein Klassiker, dass die Hunde dann plötzlich gehen wie auf rohen Eiern, weil sie so sehr nachdenken müssen. Spielzeug liegt am Boden, Ball an der Schnur, Beißkissen, dort liegt nur ein Wurstrad unterm Kübel. Das heißt, die Hunde sind am Anfang wirklich stark mit Denken beschäftigt. Und genau um das geht es. Das heißt, die Hunde sind dann auch wirklich fähig, sich auf ihre eigentliche Arbeit zu konzentrieren. Das war jetzt nur ein kleiner Einblick vom großen Ganzen. Ich zeige euch, wenn ich es schaffe, noch einen Überblick, wie unsere Trainingspläne ausschauen, wie das gegliedert ist, damit ihr euch da ein besseres Bild machen könnt. Nämlich bekommt ihr da eben einen Zugang zu einer Art Excel-Tabelle online. Das heißt, jeder Teilnehmer hat seinen eigenen Plan bei uns. Das heißt, in diesen Plänen haben wir die Möglichkeit, euch die einzelnen Zwischenziele vorzugeben. Alle Zwischenziele sind immer beschrieben mit Text und einem Beispielvideo. Und eure Aufgabe sozusagen ist es, anhand dieser Vorgaben mit von euch geplanten Trainingsschritten diese Ziele nachzubauen. Das heißt, wir geben die Trainingsschritte nicht vor, wir geben euch Werkzeuge an die Hand, wie man Verhalten erzeugt, was sind schlüssige Konsequenzen, von Belohnungen bis hin zur Strafe, wie kann ich planen, was macht Sinn, und überlassen es aber dann euch. Natürlich, wenn einmal jemand wo ins Stolpern kommt, helfen wir immer aus, gar keine Frage. Wenn man dann also mit den eigenen Trainingsschritten beim Zwischenziel ist, filmt man es ab, stellt es uns rein, wir geben Feedback und ihr könnt im Plan weiterarbeiten. Das Ganze schaut jetzt aus wie folgt. Das wäre so ein Plan, da kann man sich am Anfang grundlegende Sachen definieren. Da sind auch ein paar Erklärungen drinnen und da fängt es dann an mit dem ersten Kapitel A, Motivation und Erwartungshaltung. Da gibt es dann ein paar Auszüge aus Hunting Game, aus dem Chasing Game und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt hier immer das Thema, hier das beschriebene Ziel und hier direkt einen Link zum Beispielvideo. Ein Kapitel hat das erste oder ein paar weniger, aber schaut's her, das sind alle Kapitel von eurem Plan.
Das heißt, Aufbau Anzeige, Suche 1, 2, 3, Suche Fahrzeuge, Suche Innenraum, Suche Außenbereiche, Vorbereitung, Einsatzbereitschaftstest und die Stoffeingabe. Und wenn man da jetzt ein anderes Kapitel aufklickt, wie zum Beispiel das Kapitel der Lineups, sieht man schnell, wie groß das Ausmaß ist. Das heißt, wir haben hier 11 Zwischenziele und das ist nicht einmal ein Kapitel mit den meisten Zwischenzielen. Wir haben im Kapitel C, da seht ihr zum Beispiel auch mehrere Beispielvideos, 13 Zwischenziele. Unser bisheriger Plan hat 64 Zwischenziele gehabt. Mittlerweile sind wir schon auf knappen 120. Und das ist aber wie ein lebender Organismus. Das heißt, wir sehen manchmal, okay, es bräuchte ein paar Zwischenziele mehr, oder wir sehen, okay, bei dem Zwischenziel, das hat eigentlich nicht wirklich einen höheren Wert, dann nehmen wir diese wieder raus und so bewegt sich dann der Plan zwischen 100 und 120 Zwischenzielen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt mehr Arbeit ist. Im Gegenteil, der neue Plan hat einfach mehr Anleitung, mehr Zwischenziele, wo man sozusagen selber nicht so große Schritte machen muss. Ich möchte euch jetzt noch zeigen, wie ein Plan ausschaut, der ausgefüllt ist, weil ihr habt jetzt natürlich in diesem Plan sehr viele freie Bereiche gesehen und so schaut der Plan aus, der abgearbeitet wird. Das heißt, der Hundeführer hat hier Bereiche, die nicht ausgefüllt sind. Das sind eben die Trainingsschritte. Und hier seht ihr die grünen Bereiche, die der Hundeführer selber abgearbeitet hat. Sogar die korrekten Wiederholungen dokumentiert. Den Tag des ersten Erfolges dokumentiert. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeiten, in der gemeinsamen Chat-Funktion miteinander zu kommunizieren. Ja? Das heißt, es geht alles da drinnen. Wenn einmal irgendwo der Hut brennt, kann man natürlich auch direkt uns einmal anrufen oder was auch immer. Das geht natürlich. Aber ich denke, so habt ihr jetzt einmal einen guten Einblick des Trainingplans, der Ausbildung, was auch auf euch zukommt. Und Feedback geben wir mindestens dreimal die Woche. Das ist so genau der Algorithmus, wo wir draufgekommen sind. Da macht es am meisten Sinn. Immer ein, zwei Tage Training dazwischen, dann wieder auf unser Feedback warten und so geht es eigentlich ohne größere Ausfälle durch. Ja, das ist durchaus ein Ziel. Wir können noch nichts versprechen, aber wir gehen davon aus, natürlich, dass es weitere Grundkurse Spürhundeführer gibt. Also es gibt einmal ganz bestimmt den zweiten und wir sind uns eigentlich sehr sicher, dass es einen dritten und vierten auch geben wird. Ja? Nur gibt es dazu noch keine Termine. Okay. Ganz gut, oder? Wir haben eine Mindestzahl von 5 Teilnehmern und im aktuellen Kurs haben wir 9 Teilnehmer. Das heißt, 9 ist eigentlich unsere Obergrenze. Da kann man noch wirklich vernünftig arbeiten. Wie in all unseren Workshops haben wir auch beim Grundkurs Spürhundeführer natürlich Theorieeinheiten. Wir arbeiten zwischendurch die Teams einzeln durch. So kann jeder Teilnehmer auch mal sehen, wo welches Team steht. Und dann machen wir aber auch sehr viel in Dreierteams. Das heißt, es gibt 3 Dreiergruppen, wo sehr hochfrequent und intensiv gearbeitet werden kann. Und die Trainer gehen dann die Gruppen einzeln ab, geben Feedback, schauen sich das an. Wir machen Videos, schauen uns gemeinsam dann die Trainingsvideos an, was war gut, was war schlecht, was können wir optimieren, was können wir reduzieren, wie können wir uns entwickeln. Eigentlich schaut das in Dunkelkugel, wenn es wäre lustig ist.
Ja, sehr gern. Wie gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir haben schon ein paar Anmeldungen, der Kurs findet statt. Und haltet euch dran. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Weil, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja? Wenn ihr alles habt, dann los geht's. Unterbringungen gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt eine Liste von Unterkünften von Motel 22 zum Beispiel. Es sind schönere Apartments mit Hund bis hin zum Gasthof, wo man mit Hund hin darf. Also alles, was wir empfehlen, kann man eigentlich mit Hund, den Hund auch mit ins Zimmer nehmen. Es gibt einen Campingplatz in der Nähe und man könnte im Fall auch bei uns sich mit Camper aufstellen. Ja. Gibt es alles in der Umgebung. Die Verpflegung schaut eigentlich so aus, dass wir haben einen Spar-Supermarkt um die Ecke. Es gibt übrigens auch einen Fressnapf relativ nah. Zur Not auch Apotheken, Tierärzte, Krankenhäuser natürlich. Wir sind in Wien, es gibt alles. Und die Mittagsverpflegungen etc. lassen wir uns per Miam, Lieferservice-App liefern oder holen uns im Supermarkt eine schnelle Jause. Kaffee gibt es bei uns, Wasser gibt es bei uns und am Abend gibt es auch ein Bier oder ein, wie heißt das, weißen Spritzer. So was trinke ich nicht. Schnaps. Aber die Mädels. Passt. Wenn ihr noch Fragen habt, scheut nicht davor zurück, uns zu kontaktieren per Mail, über Facebook, anrufen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wenn es noch irgendwas gibt, wo ihr ein bisschen hadert, auch da kann ich nur sagen, so wie bei unseren Teilnehmern im Kurs, versucht es nicht großartig selber zur Verlösung zu kommen, fragt es uns, weil vielleicht können wir euch einfach das springende Argument liefern, um teilzunehmen oder nicht teilzunehmen. Ich habe auch schon Leuten den Kurs ausgeredet, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, ja, wegen dem Hund oder zeitlich oder finanziell oder was auch immer. Man muss nur drüber reden. Also, wir freuen uns, wenn ihr jetzt mehr wisst wie vorher. Hoffentlich natürlich entscheidet ihr euch für den Kurs. Wenn ihr Fragen habt, einfach melden. Und bevor ich mich jetzt noch fünfmal wiederhole, danke fürs Dabeisein. Hört euch ein bisschen was im Kühno Talk Podcast an und bleibt gesund. Schönen Abend. Schönen Abend.